Vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. Ich bin sicher, Miss Murphy wird es bei uns gefallen. Nochmals vielen Dank. Oh, Mrs. Henley, ich hab's geschafft. Die Frau, die dieses Buch geschrieben hat, wird nächste Woche vor dem Bibliotheksverband sprechen. Ich weiß, ich hab's gehört. Ach so, ja. Ich habe zufällig in dem Buch geblättert. Ich würde an Ihrer Stelle nicht so stolz darauf sein. Ist schon scharfer Tobak, finde ich. Naja, hier und da. Aber das belebt unsere Veranstaltung ein bisschen. Adrian Murphy ist schwer zu kriegen. Alle möchten Sie gern reden hören. Jeden das seine. Geh jetzt nicht weg. Wie? Wo ist Dad? Dad, deine Post. Buddy! Was? Frag Buddy! Nicht. Buddy, wo steckst du denn? Reg dich nicht auf. Seit einer Stunde warte ich, dass Mom aufhört zu telefonieren. Deine Person wird in der unteren Etage verlangt. Aber weh, es kommt nichts Tolles. Oh, Nancy, gut, gut. Hab ich irgendwas Mrs. Henley, frag mich nicht. Machen Sie weiter, lassen Sie sich nicht aufhalten. Ach, Mrs. Henley, wir treffen uns in 10 Minuten in der Küche. Ich mache uns dann einen Tee und Toast. Ich warte auf Sie. Kommt her, kommt her. Können wir jetzt mit der Vorstellung anfangen? Robin wollte mir gerade erzählen, warum keiner mehr mit Martha McKee redet. Sehr geehrter Mr. Lawrence, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass... Schon sehr gut. Ich nehme an einem Filmwettbewerb teil. Ach. NET, der Sender für Lehrprogramme, veranstaltet einen Wettbewerb für Jungfilmer. Ich habe eine Idee eingereicht, sie hat Ihnen gefallen und nun schreiben Sie, ich soll den Film drehen. Wenn ich gewinne, wird er überregional gesendet. Oh, ist ja irre. Regisseure und Produzenten und solche Leute werden anschließend darüber diskutieren. Klingt ja toll. Das bedeutet, dass ich nicht für den Rest meines Lebens für Bertrand Hammond Hochzeiten und süße Backfische fotografieren muss. Junge, das ist doch eine unheimliche Chance. Ich werde mir die ganze Ausrüstung zusammenleihen müssen. Du hast eben von einer Idee erzählt. Wovon handelt denn der Film? Von euch allen. Ich drehe einen Film über unsere Familie. Oh. Bitte. Guten Morgen. Ich bin Kate Lawrence, die Mutter des Regisseurs. Und das ist mein Zuhause. Das ist unser Schlafzimmer. Und dies ist unser Bett. Es ist noch nicht gemacht, aber nicht mehr lange, wenn ich Zeit habe. Gewöhnlich sehe ich etwas besser aus als im Augenblick, aber gewöhnlich bin ich auch angezogen und geschminkt bei einem Interview. Das hier ist die Tür zum Badezimmer. Und darum, adieu. Aus! Und so wie John Glenn, der als erster Amerikaner die Erde umkreiste, genauso möchte ich Eindruck in der Welt hinterlassen. Sehr schön, Henry, sehr informativ. Mary Beth Sanders? Mann, die hat ja eine ganze Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, wie ich dagegen anstinken soll. Während Mary Beth sich vorbereitet, erinnere ich mal daran, wer noch dran ist zu sprechen. Mittwoch, Andrew Grawson, Bettina Klein. Donnerstag, Alice Mayhall, Thomas Green. Freitag, Buddy Lawrence und... Buddy, du hast mir immer noch nicht deinen Entwurf gegeben. Mrs. Cameron, es ist wirklich nicht so, dass mir nichts einfiele. Ich möchte nur absolut sicher sein. Ich kann noch nicht genau sagen, welches Thema ich wähle. Ja, das Thema ist für alle gleich, Buddy. Es lautet, wie ich vorhabe, einen Eindruck in der Welt zu hinterlassen. Das habe ich befürchtet. Ich bin soweit, Mrs. Cameron. Ja, ich möchte damit einen Eindruck in der Welt hinterlassen, dass ich die beste Biologin der Welt werde. Das war einmal eine Katze namens Daisy. Weißt du schon, worüber du sprechen wirst? Klar. Worüber? Ich habe noch einen von meiner Schwester. Sie wollte Stewardess werden, war aber zu klein. Und worüber sprichst du? Über nichts. Ich habe keinen Vortrag. Weißt du, wo man einen kaufen kann? Willie kann dir doch einen schreiben. Ich denke, der hilft dir sonst auch immer. Konnte ihn noch nicht fragen, habe ihn noch nicht zu fassen bekommen. Dreht er immer noch seinen Film? Er tut nichts anderes. Zuerst war es ganz lustig. Aber jetzt ist er wie das Kind im Exorzisten. Besessen. Spielst du auch mit? Klar. Die ganze Familie macht mit. Naja. Vielleicht wirst du damit reich und berühmt. Hoffentlich. Und noch vor Freitag. Da
Dann komme ich eventuell um diesen Vortrag herum. Weshalb machst du dir eigentlich solche Sorgen? Du bist doch noch nie so ausgeflippt. Ich hatte auch noch nie solche Manschetten. Ich esse Willis. Künstler brauchen nichts zu essen. Trotz allem, was sie durchmachen, essen sie manchmal einen Nachtisch. Ich hebe ihn auf. Ist doch nicht so schlimm, dass er mal eine Mahlzeit auslässt. Die Hauptsache, der Junge ist ausgefüllt. Er kriegt schon Ringe unter den Augen. Vielleicht gewinnt er und macht uns zu nationalen Volkshelden. Du hast leicht reden. Du hast blendende Zähne. Ich finde Willy sehr mutig mit seiner Idee. Die Idee ist nicht so neu. Es gab sie schon. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Lautfamilie. Das ging nicht besonders glücklich aus. Wieso? Was haben die angestellt? Es war eine normale Familie, deren Leben auseinanderbrach, nur weil einer eine Kamera hatte. Ich wüsste nicht, warum uns das passieren sollte. Das denke ich auch. Wir zeigen den Leuten, was eine richtige Familie ist. Um Himmels Willen! Komm, mach weiter, hör nicht auf! Steht in deinem Drehbuch, dass ich zu einer Montagegruppe für sanitäre Anlagen gehöre? Keine Sorge, Mom, das ist echt. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Ziegenlederhandschuhe angezogen. Die Zeit ist angebrochen für große Männer. Oder besser... Etwas Komisches passierte mir auf dem Weg zur Schule. Ach, Quatsch. Also dann. Okay. Es geht los. Wenn ich auch nicht ausgesprochen als geübter Redner hier vor euch stehe... Oh, es ist hoffnungslos. Was machst du da? Ach, weißt du, ich mache Kissen für die Esszimmerstühle. Das wird aber eine Weile dauern. Das sind 10 Stück. Nein, tut mir leid, es sind 8. Und ich hätte schwören mögen, das ist 10. Willy! Da sieht man mal wieder, wie du beobachtest. Ich bin verzweifelt. Irgendwas ist mit mir los. Aber ich muss diesen Vortrag in der Schule halten, wie ich Eindruck in der Welt hinterlassen will. Aber mir fällt nichts ein. Ich kann nicht. Jedes Mal, wenn ich es versuche, dann verzweifle ich. Willy, kannst du mir helfen? Willy? Buddy, guck dir das doch mal an. Ich habe da was Tolles ausprobiert. Willy, glaub mir, es ist mein voller Ernst, richtig ernst. Bitte hilf mir. Oh, na klar. Ein Vortrag? Da brauchst du dir doch keine Gedanken zu machen. Der Vortrag, den du gestern für den Film gehalten hast, der war doch große Klasse. Das war kein Vortrag. Da habe ich nur ein bisschen angegeben. Ich kann das nicht. Ja. Da muss ich mich wieder etwas zurückhalten. Können wir nicht mal drüber reden? Ich kann das nicht allein. Buddy, ich bin beschäftigt. Willy. Buddy, ich kann nicht ständig deine Hausaufgaben für dich machen. Das ist meine Arbeit und die ist mir wichtiger. Lass mich jetzt bitte in Ruhe, ja? Ich muss heute nicht, aber wie wär's, wenn du hier einen Namen draufstecken würdest? Also, ach, mich trifft der Schlag. Auf mir sitzt der. Mrs. Henley, was hat denn die da zu suchen? Wir werden ganz schön... Willy. Die ruiniert doch die ganze Szene. Ich schon mal Musik studieren. Danke. Ja, Musik studieren und singen ist doch ganz was anderes. Ich bitte dich. Also gut. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling. Das ist was ich schon auf den Knien meines Großvaters gelernt habe. Der konnte es aber mit Ananas. Bam, 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 aus! Bam. Ach komm, Dad, sei einfach so, wie du bist. Wie du bist, kommst du zu spät. Du auch. Was ist los? Kate, du hast die Stimmung kaputt gemacht. Ich war dabei, unsterblich zu werden und rums aus ist es. Können wir weitermachen, Mom?
Entschuldigung, ich bin schon weg. Ich habe viele kleine Dinge zu erledigen. Außerdem ist heute die Veranstaltung des Bibliotheksverbandes. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. DeMille. Sehr witzig. Also, Dad, los geht's. Nun, Freunde, ihr wisst es vielleicht nicht, aber in meiner Jugend oder vielleicht war es etwas später, da war ich ein ganz ausgezeichneter Zauberkünstler. Hört zu, Dad. Ha? Was ich immer wieder versuche, ist doch, dass sich alle Mitwirkenden ganz natürlich geben. Okay? Okay. Schon gut, ich mach das schon. Gut. Ziehen Sie eine Karte, irgendeine Karte. Buddy? Hallo. Psst, Timmy schläft. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, ich habe keinen Appetit, danke. Oh, hast du was auf dem Herzen? Ich muss morgen diesen Vortrag halten, als Abschlussprüfung für die Klasse. Und? Und mir fällt da nichts ein. Ich weiß nicht mal, worüber ich reden soll, geschweige denn wie. Wie heißt denn das Thema? Du wirst es nicht glauben, wie ich vorhabe, einen Eindruck in der Welt zu hinterlassen. Ah. Fällt dir da was ein? Da fällt mir noch nicht mehr für mich was ein, geschweige denn für dich. Stell dir mal vor, du wärst so alt wie ich. Nun, da fällt mir auch nicht viel mehr ein. Wahrscheinlich hätte ich damals geschrieben, ich will Eindruck hinterlassen, indem ich mehr Klamotten besitze als andere. Nein, das passt nicht zu mir. Auf den Eindruck kannst du auch verzichten. Weißt du, Nancy, als Schwester bist du gar nicht so übel. Vielen Dank für das Kompliment. Ich meine es ehrlich. Du, Willy schreibt doch gute Aufsätze. Er war Mitglied einer Diskussionsgruppe. Der hat mich abblitzen lassen. Hat nicht mal zugehört. Er hat nur auf seinen doofen Film geglotzt. Ach, versuch's doch noch mal, Buddy. Du bist doch sein Liebling. Früher ja, jetzt nicht mehr. Er hat mich gegen einen Projektor und eine Filmkamera eingetauscht. Buddy. Er weiß ganz genau, dass ich mit ihm besser reden kann als mit allen anderen. Aber er will mir nicht helfen. Er hört mir nicht zu. Er ist böse und egoistisch geworden. Ach was. Ist wahr. Wir sind ihm alle gleichgültig, glaub mir. Für ihn ist nur noch die Leinwand wichtig. Willy kann sich gar nicht so verändern, besonders dir gegenüber. Du irrst dich. Am besten, ich gehe jetzt. Schon da? Nein, noch nicht. Ich hoffe, sie ist so gut wie ihr Buch. Entschuldigen Sie, ich habe mich verfahren. Hoffentlich ist noch keiner gegangen. Ich bin Adrienne Murphy. Marge? Marge Raymond? Das kann doch nicht wahr sein. Kate Skinner? Was ist denn hier los? Das fragst du mich? Du tanzt hier rein und sagst, du wärst Adrienne Murphy? Das bist du? Manchmal, aber nur, wenn ich arbeite. Du hättest wenigstens ein Bild auf den Umschlag drucken lassen sollen, damit man seine alte Zimmergenossin von der Uni wiedererkennt. Ich finde das irre. Du bist also die bestimmte Dame aus Pasadena. Mein Agent hat mir gesagt, dass mit dir nicht zu scherzen sei. Was soll denn nur dieses Adrienne Murphy um Himmels Willen? No, es ist besser für die Familie. Und außerdem, wenn ein Buch eine schlechte Kritik bekommt, hat immer Adrienne die Schuld. Also gut, welche Figur in deinem Roman bin ich? Alle Personen frei erfunden. Delta Gamma-Schwur. Aha. Oh, Marge, ich finde dein Buch großartig. Ich habe schon viel Reklame dafür gemacht. Oh, ich bewundere deine Begeisterungsfähigkeit, Energie. Wie wirst du den Pasadena los? Erzähl mir. Ich habe einen Mann und drei Kinder zu versorgen. Und was tust du für dich? Lebst du wirklich gern hier in Pasadena? Kate, vielleicht rufst du mal an und erkundigst dich, was los ist. Oh, sie ist da. Ich gehe wieder rein und sage Bescheid, ja? Wir müssen jetzt auch. Das Wiedersehen muss doch gefeiert werden. Wie wär's, wenn wir in den nächsten Tagen zusammen essen gingen? Ich hänge hier für ein paar Tage fest. Bist du nicht furchtbar ausgebucht? Entsetzlich. Du wärst eine nette Abwechslung. Ich würde mich zu gern mal wieder mit dir ausquatschen. Ja, gern. Ich rufe dich morgen an.
Okay, Buddy, und ab. Hallo, ich bin Buddy Lawrence. Manchmal gehe ich nachts, wenn alles schläft, mit einer Taschenlampe in meinen Schrank und sitze da, ganz angezogen und so, und denke nach. Es ist ein ganz toller Platz, auch wenn es da manchmal nach Socken riecht. Doch jetzt sitze ich in meinem Baumhaus, wie Sie sehen. Ich würde natürlich lieber in einem musikalischen Lustspiel auftreten. Was Sie über mich wissen sollten, ist Folgendes. Dass ich nicht paffe oder trinke, aber später vielleicht. Also gebe ich vorsichtshalber nicht damit an. Es ist ein herrlicher Tag hier oben in meinem Baumhaus. Eigentlich mag ich Regen lieber als Sonne. Denn dann kann ich einen Mantel anziehen und Leute verfolgen. Ich habe alle Bücher von Nancy Drew gelesen. Sie war eine großartige Detektivin, aber ich bin eine erstklassige Stepptänzerin. Wenn Sie noch etwas über mich wissen wollen, müssen Sie meine Mutter fragen. Sie war schon da, als ich geboren wurde, und sie erinnert sich an noch vieles mehr als ich. Mein Vater war auch da. Naja, nicht so direkt. Er wollte eine Kiste Zigarren kaufen, die uns im Verkehr stecken. Mein Vater kann unbedingt umgehen. Er hat mich immer gehalten. Schluss jetzt! Witze erzählt. Wie bitte? Gibt's was? Ich hasse das. Ich hasse es, in deinem lausigen Film aufzutreten. Es geht niemand etwas an, wer ich bin oder wie ich aussehe, weil ich selbst nicht genau weiß. Du kannst also eine Schere nehmen und mich da rausschneiden. Und wenn du es nicht tust, dann schneide ich ein Loch in ihr Gesicht. Schön, dass du mich aus dem Hotel gelockt hast. Ist wunderschön hier. Vielen Dank. Ich finde, du bist so förmlich. Vielleicht habe ich mir das neulich nur eingebildet, aber ich hatte das Gefühl, dass du mich nicht mehr magst oder von mir enttäuscht bist. Nein, Kate, das musst du verstehen. Ich kam zu diesem Treffen, sah dich wieder und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich meine, in der Schule haben wir viel darüber gesprochen, was wir beide vom Leben erwarten. Und ich wusste doch, du wolltest... mehr. Du hattest viel vor. Und auch jetzt noch. Pasadena ist wirklich nur geringfügig davon entfernt. Doug und die Kinder sind es wert. Sie sind alles wert. Du hast also keine Zweifel oder ähnliche Gedanken? Nur wenn jemand wie du erscheint und mich zu einer Art Wer hat es weitergebracht Wettkampf herausfordert. Ach, Kate. Du bist ein Snob, Marge. Das ist mein Selbstschutz. Schau, ich habe doch niemanden abschätzen wollen, Kate. Ich habe mir nur vorgestellt, dass du was Großartiges anstellst und dich nicht in einen Vorort verkriechst. Es gefällt mir nicht, wie du Vorort aussprichst. Ich glaube, du bist ein bisschen überempfindlich. Aber ich meine doch nur, ich finde es einfach da am schwersten, um ein erfülltes Leben zu leben. Und dein Gesicht sagt mir, dass du es schwer hast. Ich meine, mit all diesen Menschen klarzukommen. Mit deinen Kindern, der Schule, den Nachbarn. Und was sie alle von dir erwarten. Und alle zusammen in einem Haus. Was für eine unheimliche Verantwortung. Wo ist deine Zuflucht? Wohl in mir selbst. Aber das war schon immer so, wenn ich es mir richtig überlege. Ich glaube nicht, dass es unter anderen Umständen anders wäre. Wie kommst du mit einer Familie und Karriere klar? Mit tiefen Schuldgefühlen. Ich würde das nicht können. Du wirst doch mit allem fertig. Ich kenne dich doch. Aber man kann sich auf Kates Kinder verlassen. Wie oft haben wir beim Café zusammengesessen, diskutiert, weißt du noch, und uns vor Lachen ausgeschüttet. Das fehlt mir sehr. Du ahnst nicht, was es für mich bedeutet, dass dir mein Buch gefällt. Ich danke dir dafür. Also erzähl, welche von den Figuren bin ich? Das hast du mich schon mal gefragt. Am besten, du liest das Buch noch mal. Aber wart, bis ich weg bin. Ich freue mich, dich wiederzusehen, Kate. Ich auch. Vor nicht allzu langer Zeit, vor 14 Jahren, wurde ein kleines Kind geboren. Und sein Name war Buddy. Der Name war Letitia. Ich gab Musikunterricht und damit erfüllte ich mir einen Herzenswunsch. Es war ein befriedigendes Gefühl, wenn ein Kind ein besonders schwieriges Musikstück meisterte. Ich frage mich, ob ich wirklich... Aus! Mom, bitte.
Ich möchte etwas mehr von deinem Gesicht sehen. Sprich nicht so nach unten. Du, wirklich, es ist wahnsinnig heiß. Ich weiß auch nicht genau, was du willst. Soll ich da weitermachen, wo ich aufgehört habe, oder was? Naja, weißt du, eigentlich brachte das nicht sehr viel. Vielleicht kannst du dich ein bisschen anders ausdrücken, weißt du, ein bisschen lässiger. Ich meine einfach ein bisschen witziger, okay? Soll ich vielleicht ein paar Witze erzählen? Du kannst ja ein Drehbuch schreiben. Mom. Wenn deine Mutter nicht genug Star-Qualitäten besitzt, warum filmst du dann nicht mit Mrs. Roman am Ende der Straße? Wie man hört, hat sie eine Affäre mit einem Klavierstimmer. Und manchmal heult sie den Mond an. Typische Star-Allüren. Ja? Jetzt mache ich mir sogar Sorgen, dass du nichts isst. Komm doch rein. Na, wie läuft's denn so? Ich glaube, ganz gut. Warum bist du so verärgert? Sag mal, ich habe bei dir noch nie ein so böses Gesicht gesehen. Was ist los? Okay, wenn du es wissen willst. Ich habe das Gefühl, ich bin das Opfer einer Verschwörung. Macht dir jemand das Leben schwer? Da gibt's einige, die mir das Leben schwer machen. Du natürlich nicht. Und Nancy. Buddy quält mich dauernd, ich soll ihr bei den Schularbeiten helfen, während ich den Film schneide. Und Mom lässt sich nichts von mir sagen bei den Dreharbeiten. Da kannst du mal sehen, wie schwer es ist, Willy einen Film zu drehen. Darauf kommt's doch nicht an. Verstehst du das nicht? Ich will einen guten Film drehen. Ich will unbedingt den Wettbewerb gewinnen. Ich will nicht für den Rest meines Lebens als kleiner Fotograf für Hochzeitsfeiern versauern. Und wenn ich ihn nicht gewinne... Ach, was soll's? Ich werde ihn gewinnen. Kannst du mir nicht mal zeigen, was du gedreht hast? Ach, Dad, ich weiß nicht. Na komm. Also gut. Eine Szene. Setz dich. Mach bitte das Licht aus. Mhm. Das hier ist natürlich noch nicht geschnitten. Und ab! Oh, tja, eine Zeit lang wollte ich Lois Lane sein. Sie trug nämlich Kostüme und war beliebt. Dazu kam natürlich die Liaison mit Clark Kent. Es kam jedenfalls alles ganz anders. Es trennten sich die Wege zwischen mir und meinen Hoffnungen ziemlich rigoros. Das geschah in der Pubertät. Ich heiratete sehr jung. Und ich habe einen kleinen Sohn. Tja, es klappte jedenfalls nicht. Ich wurde vor kurzem geschieden. Aber jetzt habe ich das Baby. Und das ist fantastisch. Jetzt studiere ich. Und ich glaube, dass ich für die Menschen arbeiten werde. Ich glaube, mehr kann ich über mich nicht sagen. Aus! Das war ganz toll, Nancy. Wunderbar. Du hast sie wirklich in Nancy eingefangen. Genau wie sie ist. Also ich finde das richtig einfach gekonnt. Ja, nicht schlecht. Es ist wirklich gut. Mach weiter so. Danke, Pa. Warte nur, bis du dich siehst, wie du Kartenkunststücke machst. Ich dachte, das hättest du gar nicht aufgenommen. Das war ja der Trick. Du wirst ja sehen. Du wirst dich genau wiedererkennen. Nun, was ich gesehen habe, gefällt mir. Ich bin stolz auf dich, Willy. Iss. Weißt du was? Willy ist ein begabter Filmemacher. Ich habe gerade ein Stück gesehen, ganz ausgezeichnet. Ich wünschte, er hätte damit nie angefangen. Wenn du es siehst, würdest du das nicht sagen. Sicher ist es gut. Willy hat in seinem Leben noch nie etwas Zweitrangiges gemacht. Ich finde nur einfach die Idee nicht gut. Wir sollten ihn unterstützen, so gut wir können. Er braucht das. Der Film ist sehr wichtig für Willy. Ich weiß, wir haben nicht gut zusammengearbeitet. Aber jedes Mal, wenn er mit seiner Kamera ankommt, fühle ich mich entweder mies oder aber ich sehe mies aus.
ich werde mich bemühen, weniger schwierig zu sein. Hm. Gehen wir ins Bett? Nein, ich gehe noch runter und lese. Ich werde noch duschen. Gut, bis nachher. Dich hätte ich nun gar nicht hier erwartet. Ich muss noch was erledigen. Eigentlich ist es nicht die richtige Zeit, Schularbeiten zu machen. Fehlt dir etwas? Ach, Mom, jedes Mal machst du das. Ich bin nicht krank. Und warum bist du noch auf? Ich bin etwas älter als du. Ich darf das. Möchtest du was essen? Nein, danke. Na, dann esse ich allein. Also, wenn ich ein Genie wäre oder sowas, dann hätte man das wohl schon gemerkt, oder? Wenn du damit meinst, dass jemand mit 2 Jahren Schach spielt oder eine Symphonie komponiert mit 5 Jahren, ich glaube, das hätten wir bei dir schon gemerkt. Woher weiß man dann, ob man mal was Besonderes wird? Gibt's da Merkmale? Ja, die gibt's, ganz bestimmt. Was beunruhigt dich denn? Naja, sieh mich an. Eine große Persönlichkeit kann nie so aussehen. Siehst du, jetzt hast du schon ein Merkmal an dir entdeckt, und zwar eins der wichtigsten. Dass man anders ist. Du bist einmalig. Ich bin natürlich nur deine Mutter, aber ich finde dich süß. Süß? Beethovens Mutter hat ihn wahrscheinlich auch süß gefunden. Naja, davon habe ich aber nichts. Ich muss nämlich morgen einen Vortrag darüber halten, wie ich Eindruck in der Welt hinterlasse. Aber mir fällt nichts ein. Ich weiß, ich werde da oben stehen und kein Wort rauskriegen. Wenn die Leute mich früher gefragt haben, was ich denn werden wollte, dann habe ich immer etwas gesagt, was sehr gut klang. Etwa Ornithologin. Ich wusste nicht mal, was das war. Als junges Mädchen habe ich den ganzen Tag nur geträumt und gelesen. Ich kannte mich in Büchern aus und im Leben anderer. Ich hatte das Gefühl, ich würde niemals ein eigenes Leben führen. Glaubst du, dass ich eine gute Stewardess wäre? Stell sofort die Kamera ab! Nein, hör nicht auf zu reden, mach weiter, das läuft gut. Willi, du Ratte, sag ihm, er soll die Kamera abstellen. Schon gut, siehst aus. Regt euch doch nicht so auf. Wer hat dir erlaubt, das zu filmen? Na ja, das war so familiär und ich brauch doch noch so eine richtige Mutter-Tochter-Kiste. Das ist unfair! Du spionierst uns nach, Willi! Ach, Buddy. Ich finde, dass alles, was sich in diesem Hause zwischen Menschen abspielt, unsere ganz persönliche Angelegenheit ist, Willi. Als wir dir unsere Unterstützung für diesen Film zugesagt haben, haben wir dir nicht erlaubt zu lauschen. Das wollte ich doch überhaupt nicht. Es war nur, ihr saßt zusammen und ich wollte die Stimmung nicht verderben. Aber du hast es geschafft. Mom, wie soll ich einen glaubhaften Film machen, wenn alle immer vorbereitet sind? Buddy und ich hatten was Wichtiges zu besprechen und hättest du gefragt, ob du dabei sein könntest, hätte ich gesagt, okay. Aber dich hinter deiner Kamera zu verstecken, das finde ich ausgesprochen unfair, Willi. Nun, die Kunst muss nicht unbedingt fair sein, sie muss nur wahr sein. Und das kannst du nicht aufhalten. Du hast uns gestört, Willi, und das ist schon schlimm genug. Ich kann deine Motive gut verstehen, aber deine Methoden kann ich nicht billigen. Ach komm, Mom, reg dich doch nicht so auf. Gute Nacht, Willi. Ich kann's nicht. Ach komm, Buddy, das klappt schon. Also gut, aber nur unter einer Bedingung. Wenn ich das Zeichen gebe, werde ich ohnmächtig. Genau, das schafft ein Durcheinander und Mrs. Cameron wird nicht wissen, ob ich gesprochen habe oder nicht. Also gut. Na, Buddy, ich glaube, du bist als Nächste dran. Wie ich vorhab, einen Eindruck in der Welt zu hinterlassen. Wir können dich nicht verstehen, Buddy. Wie ich vorhab, einen Eindruck in der Welt zu hinterlassen.
Vor nicht allzu langer Zeit, vor 14 Jahren, wurde ein kleines Mädchen geboren. Und man nannte es Letitia. Aber es sah mir nach Buddy aus. Ich kann nicht. Dieses Kind wird eines Tages zu einer Erwachsenen heranwachsen. Sie las viele Bücher über berühmte Leute. Und eine ihrer Lieblinge war Amelia Earhart, deren Leben sie sich zum eigenen Vorbild genommen hatte. Es klappt nicht, Mrs. Cameron. Das wollte ich alles gar nicht sagen. Ich kann nicht, ich kann wirklich nicht. Buddy! Buddy, wo willst du denn hin? Danke. Auf Wiederhören. Also bei Robin ist sie nicht. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht war nach der Schule noch ein Spiel oder sowas. Ich sagte doch, es liegt nichts an. Es ist niemand da. Weiß Robin denn nicht ungefähr, wo sie hingegangen sein könnte? Gerade habe ich mit der Mutter gesprochen. Willy, war heute nicht der Tag, an dem Buddy ihren Vortrag halten sollte? Ich weiß nicht. Hast du mal nach einem Zettel gesucht? Buddy hat ja vielleicht einen Zettel hingelegt. Was darf sein? Ich bin nicht so hungrig. Das kann ich gut verstehen. Ich habe den ganzen Tag mit Essen zu tun. Ich verliere meinen Appetit im Handumdrehen. Aber vielleicht ist die Frage erlaubt. Warum bist du reingekommen, wenn du nichts essen willst? Ich bin schon eine Weile unterwegs. Hör mal, der Besitzer vom Laden hat es nicht gern, wenn Leute reinkommen, nur um sich auszuruhen. Also, was hältst du von einem Glas Milch? Schön kalt. Und ein Stück Obstkuchen. Was kann das ungefähr kosten? Na, wie viel hast du denn? Ein paar Dollar, aber ich muss sparsam sein. Was sagst du zu 75 Cent? In Ordnung. Geritzt. Das letzte Stück, aber trotzdem frisch. Wissen Sie, wie spät es ist? Und ob. 10 Uhr. Gleich ist Feierabend. Ist es nicht ein bisschen spät für dich? Ich mag Restaurants. Ach. Komisch. Dass heute keiner weiterkommt. Sonst ist es gerammelt voll, wenn in der Schule was los ist. Ich gehe nicht zur Schule. Ach ja, richtig. Du bist wohl auf Reisen. Mit deinen Eltern? Solo. Mein alter Vater hat immer gesagt, verreise zu zweit, Schatz. Er war nämlich Vertreter und kannte die Gefahren unterwegs. Na, schmeckst dir? Nicht so wie der von meiner Mutter. Nichts für ungut. Wenn du Hausmannskost willst, die gibt's nur zu Hause, das steht fest. Wenn ich du wäre, würde ich machen, dass ich nach Hause käme. Ich bin sowas wie eine Waise. Oh, das tut mir aber leid. Nein, meine Eltern sind nicht tot, ganz und gar nicht. Es war nicht ganz so gemeint. Wenn ich dich so ansehe, du bist doch ein kluges Mädchen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas Verrücktes machst und von zu Hause wegläufst und deinen Eltern solche Sorgen und Kummer machst, oder? Könnte ich bitte noch etwas Milch haben? Du bist mir gegenüber im Vorteil. Du weißt, dass ich Etta heiße, weil es hier groß und breit draufsteht. Du kannst mich Etta nennen, wenn du willst, falls du mich ansprechen willst. Aber wie soll ich dich nennen? Buddy. Buddy? Deine Art gefällt mir, Buddy. Ich bin sicher, dahinter steckt eine gute Geschichte. Die ist langweilig.
Deswegen bin ich ein Teenager auf der Walze. Solche, über die man Filme dreht. Nur meine Unschuld habe ich nicht verloren. Können Sie mir glauben? Ich nehme an, du suchst jetzt einen Job, oder? Oder hast du vor, Banken zu überfallen? Hast du was dagegen, wenn ich rauche? Ich muss immer rauchen, wenn ich mich auf ein längeres Gespräch vorbereite. Das war Buddys Lehrerin. Es hat wohl nicht ganz so geklappt mit ihrem Vortrag. Sie ist gegangen, bevor der Unterricht zu Ende war. Sie war durcheinander, sagt Mrs. Cameron. Doug, ich glaube, wir müssen die Polizei benachrichtigen. Ja, du hast recht. Nein. Wartet noch. Buddy ist nicht das erste Mal weggelaufen. Sie schmollt sich ja irgendwo. Sie kommt schon wieder. Willi. Ich wette, sie ist in einer Stunde wieder da. Ich rede gleich mit ihm, aber erst rufe ich die Polizei an. Hallo? Ist da vielleicht Lawrence? Mein Name ist Etta. Wer spricht? Hier ist Willie Lawrence. Also, hier ist das Restaurant Sunset. Foothill, Ecke Olive Street. Hören Sie, Ihre Buddy ist hier bei mir. Es geht ihr gut. Sie hat von Ihnen erzählt, Willie. Ein bisschen zu viel Heldenverehrung, finde ich. Mann, ich hoffe, Sie wissen, was für einen Schatz Sie da haben. Ich glaube, sie wäre ganz froh, wenn jemand käme und sie nach Hause holte. Wissen Sie, wir schließen hier gleich und... Ich hätte sie ja mit zu mir genommen, aber ich habe nur eine kleine Wohnung und so viele Katzen. Jedenfalls... Ich dachte mir, sie hat Angehörige, die sie lieben. Also... Hören Sie, ich mache jetzt Schluss und lege auf. Sie soll nicht sehen, dass ich telefoniere. Alles klar? Hm? Wo ist sie? Nicht weit von hier. Ich fahre hin. Ich hab nichts zu sagen. Seit wann? Ich bin stumm wie ein Fisch im Wasser. Oh. Das überrascht mich, Buddy. Ich dachte, du erkennst eine gute Sache sofort. Da ist mir wohl was entgangen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von dir. Buddy Lawrence. Star des angefochtenen, unglückseligen Heimfilms. Davon. Der Star hat sich selbst zum Affen gemacht. Und das vor seinen Freunden und seinen Feinden. Buddy, es tut mir leid. Weißt du, was ich gedacht habe auf dem Weg hierher? Nein. Wie durfte es war, ich zu sein und nicht darüber reden zu müssen. Sag das in deinem Vortrag. Wie meinst du das? Sag, wie es ist. Einfach zu sein. Das ist was Besonderes. Naja, vielen Dank für die Bemühung. Ich bin ein Versager. Damit muss ich leben. Ich habe gesehen, wie du eine ganze Mannschaft gefesselt hast. Und wenn du jetzt deine Zuhörer verloren hast, dann kann das nur daran gelegen haben, dass du versucht hast, jemand anders zu sein. Es ist unmöglich, dass man dich nicht mag. Zwei Sorten Menschen gibt es auf der Welt.
die was Neues machen und die, die das nachahmen. Du bist ein Mensch, der etwas Eigenes schafft. Tief in meinem Herzen, Buddy. Tief im Herzen. Kannst du mir glauben, bist du der wichtigste Mensch auf Erden für mich. Du weißt, dass ich bei so etwas nicht lügen würde. Ich sage dir, dass du einer der ganz wenigen originellen Menschen bist, die ich kenne. Hätte ich wohl das Zeug zu einer Schauspielerin? Zu einer Umwerfenden. Weißt du, wenn du hier nicht irgendwas essen willst, könnten wir dann nach Hause gehen? Mach's gut, Buddy. Wiedersehen, Etta. Danke, Howard. Sehr schön. Nun, ich glaube, Buddy, jetzt bist du dran. Buddy? Ich habe mit dieser Aufgabe einige Schwierigkeiten gehabt. Mir fiel einfach dazu nichts ein. Auch kein Mensch, dem ich nacheifern wollte. Jemand, der mich darauf bringt, irgendeinen Eindruck in der Welt zu hinterlassen. Ich habe über vieles nachgedacht. Aber es fiel mir nichts ein. Doch dann, neulich Abend, ich fuhr mit meinem Fahrrad, sehr schnell, versuchte noch schneller zu werden. Doch ich wusste gar nicht, wohin ich wollte. Und so ungefähr fühle ich mich auch jetzt, glaube ich. Bloß hier ist es nicht so schlimm. Und als ich dann mit meinem Rad langsamer fuhr, sah ich alles genauer. Die Welt, die Straße, Häuser. Ich hatte das Gefühl, ich wäre ein Teil von allem. Und es war mir gleichgültig, ob mein Name jemals in einem Geschichtsbuch stehen würde oder nicht. Ich sagte zu mir, ich bin hier, das weiß ich, und nur das zählt. Also werde ich erst mal etwas reisen. Doch nicht so schnell, wisst ihr. Und ich werde auf meiner langen Reise sehr oft Halt machen. Heute weiß ich noch nicht, welcher Stopp der beste ist. Oder der wichtigste. Möglicherweise hinterlasse ich überall einen Eindruck. Hallo Freunde, Buddy war hier. Ladies and Gentlemen, Sie werden jetzt Zeugen der ersten und letzten Vorführung eines kleinen Meisterwerks. Hergestellt vom Künstler selbst. Eine letzte Vorführung. Du wirst gewinnen. Ganz Amerika wird ihn sehen. Nein, es ist schade, doch nicht zu ändern. Ich nehme am Wettbewerb nicht teil. Es war eine gute Übung, mehr nicht. Willy, das kannst du doch nicht machen. Ich weiß, wir waren nicht sehr hilfsbereit, aber es bedeutet dir doch so viel. Das kann doch nicht wahr sein. Du machst einen großen Fehler, das ist ein guter Film. Moment, warum hast du deine Meinung geändert? Ich habe mich entschieden, dass der Film in der Familie bleiben soll. Zu Weihnachten werden wir ihn rausholen und werden uns dran erfreuen. Es ist eine private Angelegenheit und so soll es auch bleiben. Willy! Nein, Mom, ich habe mich entschieden. So, es kann losgehen, wenn ihr soweit seid. Licht aus! Moment mal, ich brauche noch meinen Popcorn. Zu spät. Das ist aber toll. Oh, das ist gut. Gefällt's euch? Das ist ein guter Anfang, wirklich. Unser großer Künstler. Hast du drüber nachgedacht? Das ist die beste Lösung eigentlich. Ja, und das wäre einfach. Farben sind wunderbar. Oh, da kommt Nancy mit Timmy. Fantastisch sieht es aus.
Ach, du lieber Schreck. Ja, das Kleid ist ja unmöglich. Das kann ich. Also meins erst, jetzt muss ich doch rein. Jetzt muss ich mich rüber auf die andere Seite. Ah, Mutter wieder sie ganz natürlich. Also, also ich gefalle mir sich nicht zum Frühstück. Ich bin deswegen nicht. Pass auf, jetzt komme ich gleich. Pass auf, jetzt komme ich. Wo kommst du? Ich bin das Frühstück.